Namaste Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Cas Incredible. Und heute mache ich mal keine Reaction-Video, wie ihr bestimmt am Titel gesehen habt. Und zwar wollte ich euch meine Bollywood-DVD-Blu-Ray-Sammlung mal zeigen, die ich mir so angesammelt habe in den letzten Jahren. So 2006 fing es ja an mit dem Bollywood-Hype bei mir. 2006, ich glaube, Gabi Hushi Gabi Gum haben wir angeschaut gehabt und da fing dann langsam an, die Interesse zu steigen am Bollywood und ja, danach war ich voll drin. Ich habe mir sehr viele Lieder angehört von den Bollywood-Filmen, die auch auf Deutsch rauskamen. Also meistens Shah Rukh Khan-Filme, wie ihr wahrscheinlich wisst und ja. Also deswegen habe ich auch die meisten noch drauf, falls ihr drauf noch mal reagieren. Weil meistens haben wir ja die Videos schon so lange, viele Jahre nicht mehr gesehen. Aber die Texte oder die Melodie haben wir immer noch so drauf. Das ist richtig cool. Aber ja, ja, ich habe die auch früher so angehört. Sehr oft. Wie mache ich das? Ich zeige euch mal die Filme, die ich angeschaut habe, weil ich habe auch Filme, die ich noch nicht angeschaut habe. Und ja, auch Filme, die ich eigentlich in einem Gewinnspiel verlosen wollte zukünftig. Bloß leider kam ich noch nicht dazu, beziehungsweise hatte ich noch keine Idee. Weil ich jetzt nicht wusste, wie viele deutsche, österreichische, Schweizer Bollywood-Fans ich auf dem Kanal habe oder zuschauen. Je nachdem würde ich halt gerne eine Verlosung machen. Wäre halt schön, wenn ihr schreiben würdet, ob ihr interessiert seid. So. Ich fange mal an mit meinem ersten DVD. Ich habe das zu 8 habe ich Geld bekommen. Verwandten, ich weiß das noch ganz genau. Ich glaube, es war sogar 2006 und ich bin dann in den Supermarkt gegangen und wollte eigentlich Wer und Sarah kaufen, aber meine erste Bollywood-DVD ist Main Ho Na, also ich bin immer für dich da. Ja, ihr seht es schon, ein bisschen abgestanden, also ein bisschen beschädigt schon. Aber richtig schön, Sushmita Sen und ich weiß nicht, wie der heißt. Sie. Beide. Ich hab die voll vergessen. Amrita Rao, vielleicht? Ja, Amrita Rao. Aber Syed Khan. Voll vergessen. Ich weiß gar nicht, ob noch aktuell Filme machen beide. Aber sie sind. Also sie ist echt hübsch. So, das ist meine erste Bollywood-DVD. Eigentlich wollte ich Wer und Sarah kaufen. Ich dachte, es wäre Wer und Sarah, aber ich war wohl vielleicht nicht so richtig dabei. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, als ich das dann im Auto so genauer angeschaut habe und dann gesehen habe, oh, das ist ja nicht Wer und Sarah. Aber dieser Film ist der Lieblingsfilm von meiner Schwester. Sie hat sich das vielleicht hunderte Male angeschaut. Ja. So, jetzt kommen die restlichen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt weiß ich nicht mehr so, wann ich die geholt habe. Aber ja, jetzt kommt eine Legende und zwar Dilawale Dulhania Le Jayenge. Jetzt der Lieblingsfilm unserer Familie auch. So haben wir gerne angeschaut als Familie. Oh, so und so. Voll süß eigentlich, voll süße mit Kajol und Shah Rukh Khan. Ja, ich glaube, jeder kennt diesen Film. Dazu muss ich nichts mehr sagen. Drin ist auch so ein Poster. Raj and Simran. Ja. Ich liebe diesen Film, also auch die Lieder sind sehr schön. Ich glaube, es war der erste Film, wo Aditya Chopra Regie geführt hat. Also sein bester Film eigentlich auch. Oh, richtig gut. Legendary. Der nächste Film ist ein Lieblingsfilm von mir und meiner Schwester auch. Ashoka mit Kareena Kapoor und Shah Rukh Khan. Also
Oh, der Film ist echt nice. Ich habe ihn schon lange nicht mehr angeschaut. Ich weiß nicht, ich glaube schon mehrere Jahre. Also das werde ich mir auf jeden Fall noch, hoffe ich mal, dieses Jahr nochmal anschauen. Weil, ja, ich habe ihn fast schon vergessen. Die Lieder sind auch sehr schön von dem Film. Ich liebe es. Roshini Se Ratkanasha Sansananana und so weiter. Ja, da ist auch ein Poster drin. Richtig schön. Nice. Ich muss sagen, es gibt solche normale DVDs und es gab die halt so in Special Edition, wie jetzt bei Main Huna und Pillewale Dulhani Lekchange. Die sind halt etwas teurer, doppelt so teuer gewesen als die normalen. Ja, aber es ist halt sehr schön, finde ich. Oder? Was sagt ihr dazu? Dann gehen wir zum nächsten Film und zwar hier. Oh mein Gott. Meine Lieblingsfilme, so. Gabi Hushi Gabigum and Kuchi Kuchi Hudai. Also zwei Filme mit Shah Rukh Khan und Kajol. I love it. Ja. Ist nur so simpel, so DVD, nichts Besonderes. Aber die Filme sind sehr schön. Das sind auch die ersten Filme, die ich angeschaut habe von Bollywood. Und ja, zu den Liedern muss ich sowieso nichts sagen. Wir haben auch ein paar Reactions, könnt ihr auch gerne abchecken auf dem Kanal. Und ja, kommen wir zum nächsten Film. Das habe ich zum Geburtstag von meinem Vater bekommen gehabt. Ich glaube 2008 oder 2009, ich weiß gar nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall Don. Ich war sehr gespannt auf den Film, natürlich wegen auch Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, Kareena Kapoor. Obwohl Priyanka Chopra kannte ich zu der Zeit noch nicht so gut. Ich glaube, sie war ja auch noch so ein bisschen neu. Aber ja, so sieht es aus. Shao Kahn als Bösewicht. Ich mag den Film auch, ich mag auch die Lieder. Auch sehr schön. Ye nirade pyare ka divana. Divana, divana, pyare ka divana. Crazy. Dann kommen wir zum nächsten Film. Also Don habe ich auch schon geschaut in letzter Zeit. Ja. Den haben wir auch letzte Zeit angeschaut gehabt. Rabne Banadi Jodi. Mit Shah Rukh Khan und Anushka Sharma. Auch ein schöner Film. Auch mit Poster. Da ist Stickers drin, das wusste ich gar nicht. Hier. Stickers. Oh mein Gott. Hier ist auch der Slogan. Also, alle Filme, Anfangsfilme bis, ich weiß nicht, mehr, so in den letzten Jahren bis dahin, haben alle Filme diesen Slogan: Bollywood macht glücklich. That means Bollywood makes you happy. Und ja, was ja true ist, ne? Bollywood macht uns happy. Jetzt gehen wir zum nächsten Film. Wieder Shah Rukh Khan natürlich. Diesmal wieder Kajol. My Name is Khan. Habe ich auch schon sehr lange nicht angeschaut. Werde ich auch demnächst mal antun. Das habe ich, glaube ich, zuletzt noch angeschaut. Letzten Monat so. Jab Vemet. Mit Kareena Kapoor und Shahid Kapoor. Yeah, here. Auch ein schöner Film, den man sich mal so angucken kann. Vor allem das Lied Ye Ishke Hai. Hey Baba. Nice. Ich hoffe, ihr kennt die Filme mittlerweile so hier, die ich so zeige. Nicht, dass ihr sagt so, was sind das für Filme? So, jetzt gehen wir zum nächsten. Das habe ich mir auch erst dieses Jahr gekauft. Und zwar ist es so eine Special Edition Girl Power.
Da ist Lagachunari Man Dark. Aya. Beide Filme mit Rani Mukherjee. Und da ist ein Film Sridevi Englisch Winglish. Englisch Winglish. Ah, hier könnt ihr das kurz sehen. Lagachunari Man Dark. Ich hab nur Lagachunari Man Dark angeschaut. Die anderen beiden muss ich noch angucken. Kenne ich auch noch nicht. Bin auch gespannt. Ich bin gespannt vor allem auf Englisch Winglish. Weil der soll echt gut sein. Habt ihr schon angeschaut? Weil ich glaube, ja, rest in peace, sie ist ja verstorben. So, das nächste habe ich dieses Jahr auch als Geburtstagsgeschenk bekommen. ist dieses. Also ich muss ja sagen, ich werde mir diese drei Filme nicht angucken. Das habe ich aber an meinem Geburtstag noch angeguckt. Comeback to Ish mit Akshay Kumar und Kareena Kapoor. Der Film ist schon ein bisschen trashy, aber war okay, so unterhaltsam. Ja, das ist eine Blu-ray und da sind die Filme drauf. Natürlich ist Shah Rukh Khan so auf die Dings, auf die CD-Cover so drauf. Als wäre es so eingeschaut. Vor allem steht hier so Shah Rukh Khan, aber hier ist kein Shah Rukh Khan drin. Weird. Oh, der nächste Film ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich auch lange nicht gekauft, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Dieses Jahr ist Om Shanti Om, wo Deepika ihr Debüt hatte. Mit Shah Rukh Khan zusammen so. Richtig nicer Film. Habe ich schon sehr, sehr viele, viele, viele Jahre nicht angeschaut. Muss ich auch noch tun dieses Jahr. Ist immer verpackt. Dann, was ich auch zum Geburtstag bekommen habe dieses Jahr. Zero. Zero! Shah Rukh Khan, Katrina Kaif und Anushka Sharma. Diesen Film habe ich mir eigentlich nicht gewünscht zum Geburtstag. Aber weil ich den schon im Kino gesehen habe und ich dachte, so einmal anschauen reicht. So gut fand ich den jetzt nicht. Was sagt ihr denn dazu? Fandet ihr Zero sehr gut? Würdet ihr das jetzt noch mehr angucken? Öfter? Der nächste Film, nicht schlecht, auch ein guter Film. Vor allem ist es von Sanjay Leela Bhansali und meine Lieblingsschauspielerin Deepika Padukone als Padmavati. Yeah. Habe ich auch. Nee, das habe ich mir selbst gekauft. Dieses Jahr. So. Really nice. Ach ja, alle diese Filme eigentlich. Ja, alle Filme haben deutschen Tonspur. Ich gucke mir auch. Ich bevorzuge Bollywood-Filme auf Deutsch zu gucken. Auf Netflix gibt es neuere Bollywood-Filme. Die sind dann so auf Englisch synchronisiert. Die gucke ich mir auch gerne an, weil das verstehe ich auch. Aber wenn es so Hindi ist und ja, dann muss ich ja Untertitel lesen und dazu bin ich oft faul. Deswegen bin ich da sehr langsam. Oh, der nächste Film ist mit Aishwarya Rai. Ups. Ilka Richter. Ist auch ein sehr schöner Film. Habe ich schon auch sehr, sehr, sehr lange nicht geguckt. Deswegen habe ich das auch dieses Jahr auch geholt. Ja, ich muss sagen, ich habe seit 2014 habe ich keine Bollywood-Filme gekauft. Bis dieses Jahr. Da habe ich jetzt zum Beispiel wieder gekauft dieses Jahr. Weil ich ein paar wieder haben wollte. Und dazu gehört auch das, wegen Aishwarya Rai. Die Lieder sind sehr schön. Sergeant, Sergeant. Oder der, 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 beautiful. Der nächste ist auch ein Special Edition. Ist mit Kareena Kapoor und Hrithik Roshan. Mangi Prem Ki Diwani Hoon and Ya Dain. Habe ich sehr lange auch geguckt, muss ich sagen. Muss ich auch mal gucken. Ich gucke die meistens auch mit Semir an, weil er die meisten Filme auch nicht kennt.
Er kennt nur die alten mit Shah Rukh Khan, so, die im Fernsehen liefen. Sonst meistens nicht. Aber deswegen habe ich es ja geholt, damit ich die angucken kann, nochmal endlich, und er mitgucken kann, damit es nicht langweilig wird. Der nächste Film ist eigentlich ein Lieblingsfilm von meiner Schwester. Koimil Gaya mit Hrithik Roshan. Look at this! Really cool. Habe ich auch dieses Jahr geholt. Ja, so sieht's aus. Sieht voll gut aus. Ich habe das auch im Poster drin. Ja. Ein Poster. Ist ja mit Pretty Cinta auch. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der riesen Fan von Pretty Cinta. Ich hoffe, Tanja auch nicht. Weil er ist ein Pretty Cinta-Fan. Wer hättest du denn eins da, wo du meinst, so, boah, mit dem würde ich mich super gerne treffen jetzt. Außer jetzt, also... Wenn du einen aussuchen dürftest. Oh, ich glaube, ich würde... Ich würde euch Deepika Padukone. Ah, okay. Du? Also, ich würde Pretty Cinta nehmen. Ich glaube, ich würde mich so gut mit der verstehen, ne? Wie, ehrlich. Wie sieht's aus mit einer Schauspielerin, die aktuell noch... hier. Jadu, Jadu. Ich kann mich noch nicht erinnern. Was haben die noch für Lieder gehabt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Kennt ihr die Lieder noch? Nach Koimil Gaya kam ja Krish. Krish habe ich noch geguckt, aber ich weiß gar nicht, wie viele Teile es kam von Krish. Muss ich auch noch gucken. Ich bin ja sowas von nicht mehr aktuell irgendwie in vielen Sachen. Das nächste ist ein Blu-ray. Das habe ich, glaube ich, noch 2014, glaube ich, geholt. Joda Akbar. Hab's auch nur einmal angeguckt, glaube ich, 2014 halt. Und danach noch nicht mehr. Also wird bestimmt jetzt demnächst nochmal angeschaut. Mit der Beautiful Aishwarya Rai und Hrithik Roshan. Oh mein Gott, look at this! Ich glaube, das ist von Umrahujan. Kann das sein? Ich glaube nicht, dass das von Joda Akbar ist, oder? Ich wüsste es ja besser. Oder kann auch sein, dass es von Joda Akbar ist. Aber oh mein Gott. Take a minute and look at this beauty. So, diese Filme, die ich gezeigt habe, habe ich ja angeschaut. Außer dieser paar Ausnahmen. Jetzt kommen die Filme, die ich noch nicht angeschaut habe. Und zwar sind es Filme, die ich eigentlich zum Verlosen geholt habe. Und zwar geht es um Kistna mit Vivek Oberoi und der Regisseur Subhashkai. Sagt mir nichts. Ich habe es halt noch nur geholt, weil 1 Euro, richtig günstig. Und genauso Rocket Singh mit, wie heißt er? Rambir Kapoor. Voll vergessen. War auch 1 Euro. Eigentlich wollte ich es auch verlosen. Den nächsten Film habe ich auch für 1 Euro geholt. habe ich aber auch nicht geguckt. Und zwar ist es ist der englische Titel. Raincoat. Monsoon der Liebe. Aishwarya Rai. Ajay Devgan. Habe ich aber auch nicht geguckt. Wollte ich eigentlich auch verlosen. Das habe ich zum Geburtstag bekommen. Also nicht zum Verlosen. Fan mit Shah Rukh Khan. Oh mein Gott, ich bin eigentlich sehr aufgeregt. Ich habe es aber noch nicht angeschaut. Ich weiß auch nicht, wieso ich das noch nicht angeschaut habe. Ich habe das schon seit Februar. Und irgendwie... Das Ding ist, irgendwie will ich das Beste immer zum Schluss so aufheben. So. Keine Ahnung. Aber ich bin sehr gespannt auf den Film. Auf diesen Film bin ich auch gespannt. Das habe ich mir geholt dieses Jahr. Bang Bang mit Katrina Kaif und Hrithik Roshan. Wie ihr merkt, ne, ich habe sehr viele Filme. Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan. Oh, da ist auch ein Poster drin. Das wusste ich gar nicht. Nice. So, und das letzte
Kamine war auch für 1 Euro. Da dachte ich mir, wow, Priyanka Chopra und Shahid Kapoor habe ich noch nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht. Soll ich ihn gucken? Könnt ihr den empfehlen? Ich glaube, ich will den schon angucken. Auf jeden Fall. Und zu guter Letzt, habe ich vergessen, das habe ich auch zum Verlosen geholt. Range der Basanti, das habe ich geguckt. Aber schon über 10 Jahre her. Lief mal im Fernseher, habe ich mal geguckt. So. Aber hatte mich nicht so gepackt. Schlägt mich nicht. Ja, ist ja mit Amir Khan. Ja, das war jetzt meine Bollywood-Sammlung. Wie gesagt, ich habe ein paar Videos, ein paar Filme zum Verlosen. Falls ihr interessiert seid, falls ihr aus Deutschland, Österreich, Schweiz seid, weil die haben ja nur deutsche Tonspur. Ne? Obwohl die haben auch Hindi. Ich weiß nicht, ob ihr so interessiert seid. Auf jeden Fall, schreibt in die Kommentare, falls wir deutsche Zuschauer haben, die interessiert sind am Bollywood-Filmen. Ja, da würde ich ein Gewinnspiel mal organisieren. Und genau, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich wollte dieses Video schon sehr lange machen. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil dieses Jahr habe ich jetzt neue Filme gekauft. Okay, was heißt mal, aber ein paar neue Filme für meine Sammlung geholt. Und ja, jetzt konnte ich es euch ein bisschen zeigen. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr eins von diesen Filmen auch in eurer Sammlung habt, falls ihr andere empfehlen könnt, andere Bollywood-Filme, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis jetzt angeschaut habt. Und falls ihr noch nicht unsere anderen Bollywood-Reactions geguckt habt, guckt mal vorbei. Ich habe echt sehr viele gemacht. Und ja, sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video.